alles mitnehmen, was wir finden können? Mama? Mama? Okay, this is depressing. Immerhin gibt's hier gleich Schnaps. Es sieht so aus, als ob der Laden aus unbenutzten Rohren gebaut wurde. Der Besitzer ist jedoch nicht da. Mein Meister stiehlt nur dann, wenn niemand in der Nähe ist. Ich stehle gar nichts. Vor allem, was mache ich mit Schnaps? Vielleicht eine Wunde versorgen oder so, aber habe ich ja nicht. Traurig. Verschwinde. Hä? Ich werde nicht erwünscht. Ich weiß, wann ich nicht erwünscht bin. Oh mein Gott. Da drin, schau dir das an. Stell dir vor, du sitzt da drin gemütlich und immer schauen die Leute so rein. Fast wie in Venedig, nur widerlicher. Wie kannst du es so weit kommen lassen? Also ich meine, ist das nicht auch schlecht für die Amaterasu Corporation? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie... Oh Gott. Diese Friedenswächter machen immer komische Sauggeräusche, wenn sie sprechen. Es macht mich wahnsinnig. Sauggeräusche? Ach, wegen der Masken. Und sie stinken. Da verspürt jemand richtigen Hass. Naja, wenn ich hier so leben würde, würde ich auch, glaube ich, voller Wut sein. Gegenüber den Leuten, die Schuld daran haben. Ich sehe auch, dass du so Leute hier so leiden lässt. So, das verstehe ich nicht. Hier müssen wir dann hoch, okay. Treffpunkt. Treffen sie sich wirklich hier, obwohl es kein Dach gibt? Um die Gesellschaft anderer zu genießen und im Regen plaudern zu können. Das ist die Essenz der Freiheit, Meister. Ah, ja. Haben wir hier gar nichts. Wozu ist denn dann das hier? Ist hier irgendwas Blaues? Nö. Ist einfach nichts. Okay, auch in Ordnung. Vollkommen okay. Wie geht's Ihnen? Was willst du? Wenn du nichts zu sagen hast, rede nicht mit mir. Ich habe keinen Nerv dafür übrig. Tut mir leid. Okay, ich dachte gerade, ich wollte gerade sagen, da war ein Typ und dann ist er verschwunden. So einmal im Kreis mit uns. Irgendwas zum Anschauen. Aber überall trotzdem hängen so diese ganzen Terroboso, die Schönwetterpüppchen. Friedenswächter waren das. Friedenswächter sind es grundsätzlich. Was ist das? Du bist geradezu fasziniert von diesen rosa Lichtern. Was für anzügliche Gedanken gehen dir durch den Kopf, Meister? So viel kannst du daraus schließen, wenn ich einen Blick auf ein Neonlicht werfe? Schau mal, da oben sitzt wer oder steht, keine Ahnung. Okay, so einmal im Kreis. Tiff, tiff, tiff. Das Ding ist, da drüben geht's auch noch weiter. Okay, schauen wir uns da. Das Haus mit Abwasserrohr. Von hier sind wir gekommen. Dubioser Laden. Ich frage mich, was das für ein Laden ist. Super verdächtig. Versuchen wir, den Besitzer zu rufen. Steht er nicht da? Auf keinen Fall. Dieser Ort ist zu gruselig. Okay. Traut er sich nicht. Ist auch okay. Okay, das geht von hier. Wow. Ist das ein Haus? Es sieht wirklich eng und unbequem aus. Es ist noch härter hier zu leben als dein Leben, Meister. Eigentlich hast du ja gar kein Zuhause. Ist dann nicht mein Leben härter, weil ich kein Zuhause habe und die Leute immerhin eine Unterkunft? Ganz kaputt da die Treppen. Uiuiuiui. Alle sind hier deprimiert. Verstecken spielen, los. Okay, die Kinder spielen da. Immerhin finden die vielleicht etwas Freude. Boah, Alter. Sehr ekelhaft. Nur unter uns. Okay, nur unter euch. Dann lasse ich euch in Frieden. Damit ihr nur unter euch sein könnt. Irgendwas da? Nee, nichts zum Anschauen, nichts zum Drücken. Hier auch nichts. Irgendein Bring-Bring. Hört man nicht das Geräusch, das kommt? Offensichtlich nicht. Okay. Hier drüben ist aber was.
Ja, aber nur zum Anschauen für uns. Ich finde schön, dass da ein Bild aufgehängt ist. Wie geil. Wie kannst du ein Bild auf einem Rohr aufhängen? In einem Rohr drin. Faszinierend. So. Das war der Ort, wo wir gestartet sind. Hier gibt es nichts. Das ist einfach nur dieser... Ja, die rätselhafte Hütte. Ich weiß, ich weiß. Das ist vollkommen in Ordnung. Schau mal da. Das ist aber hübsch. Gut, dann gehe ich mal schnell zum anderen Ort und wir sehen uns gleich da wieder. So, da sind wir schon. Ich glaube, wir werden die ganze Zeit beobachtet. Und zuerst schaue ich mir das hier an. Schon wieder Hund. Es sieht so aus, als ob hier verschiedene Dinge zum Verkauf angeboten werden. Hier ist jedoch niemand zuständig. Ich denke, es bedeutet, dass Mensch sich bedienen darf. Sich selbst bedienen darf. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich aber eher nicht. So, was haben wir denn da so? Irgendwas zum Anschauen? Nee, aber wir können hier rauf. Wozu? Warum ist das möglich? Aber... Nichts ist da. Sowas irritiert mich immer, wenn du etwas machen kannst. Also wenn du wie hier an keine andere Hausfront gehen kannst, aber dann... deswegen da ist okay. Aber dann ist da nichts. Ja, ein bisschen irritierend, so als würden sie... Viel Müll. Jo. Meine Güte, ist alles weg. Büroüberreste. Wegen Yomi und den Friedenswächtern ist die Nocturnal Detective Agency. So. Alles ist weg. Alles in Stücke gerissen. Das U-Boot und die Bande. Der Chef und die anderen leben, da bin ich mir sicher. Das haben wir ja schon. Mordfälle voller Morde. Ja. Das nehmen wir mit. Huch. Oh, okay. Er bückt sich. Gut. Bei den anderen hat er sich nicht gebückt. Irritiert mich. Der gute Mann irritiert mich ein wenig, aber okay. Okay. Immer noch nichts. Das weiß ich doch nicht. Sag mal. Nein, gibt keine neuen. Okay, nichts Neues. Es gibt keine neuen Aufgaben. Box. Sehr schön, Shinigami. Ich muss aber weiter. Ja, hier müssen wir lang. Uiuiui. Oh, was ist das denn hier? Das sieht recht modern alles aus und nicht so runtergekommen, oder? Bilde ich mir das jetzt ein? Alles andere schaut so scheiße aus, dass das hier schon krass modern ist. Ah, deswegen, okay. Hey, auch wenn es stimmt. Ja, aber du wirst dafür nicht bezahlt. Alles klar. Hier haben wir ja wieder ganz ordentlich viel zu untersuchen. Ah, da ist ein weiterer Übertopf für diese künstlichen Pflanzen. Ja, genau wie die, die wir in Kamasaki und Ginma gesehen haben. Ich schätze, es ist schwer für echte Pflanzen bei all dem Regen zu wachsen. Oh, die Autos fahren.
Wie schwer ist das eigentlich, sowas zu machen als Spieleentwickler? Verschwinden die Autos einfach im Nichts da hinten? I feel like they do. Schauen wir mal. Naja, sie fahren um die Ecke. Ja, dann wieder hoch. Und dann siehst du sie nicht mehr. Hm, sehr intelligent. Nur nicht zu viel verraten. Hallo? Da kommst du nicht hin? Er so, nö. Ich habe eine unsichtbare Mauer hier gebaut. Da können wir hoch. Und dann sind wir... Okay, interessant. Das sehen wir uns dann auch an. Aber zuerst werde ich hier unten entlang marschieren. Und hoffentlich alles mitnehmen, aber... Es kommt oft vor, dass ich Dinge übersehe. Leider. Okay, da komme ich auch nicht lang. Da kannst du aber rein in die kleinen Nischen. Warum? ご主人様は記憶喪失だから知らないかもしれないけど、普通に仕事をしていると、これくらい忙しいんだよ。分かったら働いている人と俺様ちゃんに謝って。な。死神ちゃんには謝る必要ないよね。 Ja, wirklich. Bis hierher geht das Ding und dann kannst du einfach rüberlatschen oder was? Also wir nicht, weil das Spiel es uns nicht zulässt, aber wozu hört das dann? Hört das dann hier auf? Es wird schon seine Gründe haben, aber... So, was hier? Die Damen? Irgendwas? Eine Platte? Nö, ist nix. Nichts, nichts. Warum kann ich hierher? Ganz komisch. Hier steht jemand. Hallo. Hi. Entschuldigung, aber ich muss bald zu Verhandlungen mit einem wichtigen Kunden, also fasse ich kurz. Hallo. Gibt es hier in der Nähe eine Telefonzelle? Folge einfach dieser Straße und du wirst sie sehen. Wenn das alles ist, mache ich mich auf den Weg. Ah. Und dann teleportiert er sich so weg und löst sich in Luft auf. Sagt, boah, der war schnell. Wow, der Typ war super elitär. Sogar diese schlechten sozialen Fähigkeiten trugen zur elitären Atmosphäre bei. Mhm. Okay. Okay, überall lang gehen. Lang gehen. Was ist das denn? Denkmal. Schau sich einer diesen Kunstfurz an. So viel zu kitschig. Ja, Materazzo Corporation ist wirklich mächtig, was? Lass es uns zerstören, Meister! Die Friedenswächter werden kommen, wenn wir so etwas Auffälliges machen. Vor allem... Also, ich frage einfach nicht. Ist es ja... Ach, du hast es also noch nicht gemacht. Was? Wovon redest du denn? Ich spreche davon, dass du noch keinen Drohnenschirm der Amaterasu Corporation gekauft hast. Mhm. Nun, ich habe schon einen Regenmantel, also... Es sieht sowieso nicht so aus, als hättest du das Geld dafür. Oi, was für ein Depp. Ich bin die Einzige, die den Meister schikanieren darf. Mir wäre es lieber, du würdest das auch nicht tun. Lass ihn doch. Ist doch egal. Bushaltestelle ist zu. Der kann hier ewig auf den Bus warten, der gute Mann. Es wird kein Bus kommen. Ist hier irgendwas? Nö. Wahrscheinlich eher nicht. Da ist zu. Die versuchen, was zu reparieren. Da, da, da. Da hinten ist die Telefonzelle. Ja. Zur Bank zu gehen macht mich nervös. Es ist ein ziemlich großes Gebäude, also glaube ich, dass ich es nachvollziehen kann. Sie scheffeln richtig Geld und die Sicherheitsvorkehrungen sind ganz schön streng. Hm? Bank? Mhm. In diesem Gebäude ist eine Bank? Sieht nicht danach aus. Es sieht so aus, als ob es zu einer bösen Geheimgesellschaft gehört. Echt genial. Es fühlt sich so an, als würde sich gleich eine verdächtige Person herausschleichen. Jetzt geht die Tür auf. Oh mein Gott. In den Tipps steht, dass das die einzige Bank ist, die in der Stadt existiert. Und jedes Geld, das halt in der ganzen Stadt herumfließt, von hier nach da kommt. Also es beginnt die Reise des Geldes in dieser Bank und sie endet auch dort. Hm. Gut, dann hier oben. Aha. Der Übergang. Zimmer hier. Kann ich mit dir reden? Nö. Sonst wäre es ja verzeichnet auf der Karte. Okay, jetzt sind wir hier. Ah, guck mal. Warte. Falscher Knopf. Aha. Wir sind jetzt rübergegangen auf eine komplett andere Straßenseite. Oi, okay.
Da haben wir noch mehr zu erkunden. Sumimasen. Gibt es hier in der Nähe eine Telefonzelle? Es gibt eine Telefonzelle unter der Fußgängerbrücke, gleich am Fuß der Treppe dort drüben. Genau. Einmal alles anschauen. Da gehen wir noch nicht durch. Einmal quer rum. Was ist das? Gar nicht. Oh,銀町区とも、また違って高級なオフィス街って感じだ。 Ist es ja auch. Okay, da hinten geht's auch weiter. Eieieiei, okay, langsam. Erstmal das hier. Hier hängt auch ein Schönwetterpüppchen. Es ist, als wären diese Schönwetter-Amulette typisch für den Kanai-Bezirk. Ein Ort mit so vielen Puppen könnte ein guter Touristenmagnet sein. Schade, dass niemand herkommen kann. Also wenn wir diesen Regen losgeworden sind aus diesem... Ist das jetzt das Vierer oder ist das das Zweier? Nein, das ist das Vierer. Aha. Da kommst du also auch hinüber zu der anderen Seite. Oder wie? Ja, weil wir sind hier drüben... sind wir gestartet. Also wegen den Territoriboso, ne? Wenn der Regen hier verschwunden ist, ja, wenn wir den losgeworden sind, weil ich nehme an, dass wir das schaffen können... weil das alles mit dem ultimativen Geheimnis zusammenhängt und sowas. Und die Stadt wieder geöffnet ist für die Leute außerhalb, also Touristen und sowas. Fände ich, ganz ehrlich, ich glaube, weil 3 Jahre lang Regen, diese Püppchen hängen überall. Irgendwie würde es mich als Mensch traurig machen, wenn ich auf einmal diese Puppen nicht mehr aufhängen könnte. Oder sie nicht mehr aufhängen würde. Ich würde sie dann wahrscheinlich sogar bei schönem Wetter draußen hinhängen. Nein, nein, ich weiß eh, wo sie ist, aber wir müssen ja erstmal alles noch erledigen. Ich glaube, ich würde sie trotzdem noch draußen hängen lassen und vielleicht würden das andere Menschen auch machen und dann kommen die Touristen zu diesem, zu dieser Stadt und die haben dann so eine geschichtsträchtige Territoriboso-Geschichte einfach so, ja, die hingen 3 Jahre lang durchgehend draußen, diese Püppchen und weil, naja, traditionmäßig irgendwie hängen sie auch noch bei Schönwetter teilweise draußen oder viele hängen sie immer noch auf, egal ob Schönwetter ist, weil, ich weiß nicht, ich fände das irgendwie ganz süß. Kraftwerk. Das ist also das Ombrelectric-Kraftwerk. Es ist gigantisch. Scheint so, als könnte es Strom mit Regenwasser aus dem ganzen Kanai-Bezirk erzeugen. Das ist einzigartig. Woher wissen die denn das jetzt? Die wissen teilweise Dinge, da fragst du dich schon. So, beobachtest das Wasser, ist auch irgendwie schön, ja. Wir können es uns nicht anschauen. Gut, aber wir reden mal. Haben wir mit dir schon geredet? Nee, oder? Oh. Bist du auch hier, um das Kraftwerk zu sehen? Kraftwerksfanatiker, okay. Okay. Wenn Mensch bedenkt, das ist eine der wichtigsten Einrichtungen im Kanai-Bezirk, ist, kann ich verstehen, warum du hier bist. Ja. Was mit dir? Ich möchte wirklich nicht gehen. Was zum Teufel soll ich tun? Was ist denn los? Oh, ich will nicht zur Arbeit gehen, das ist alles. Arbeitsphobie, was? Das scheint heutzutage ziemlich üblich zu sein. Er sieht verängstigt aus. Das kann also nicht der einzige Grund sein. Du scheinst ziemlich Angst zu haben. Arbeitest du in einem gefährlichen Beruf? Nein, ich repariere einfach undichte Dächer. Das ist kein gefährlicher Job. Aber... ich habe Gerüchte über einen roten Regen gehört, der an der Stelle fällt, zu der ich heute gehe. Roter Regen? Klingt spannend. Lass ihn ausreden, Meister. Kannst du mir mehr über dieses Gerücht erzählen? Scheinbar fällt zeitweise blutroter Regen vom Himmel. Gruselig, oder? Nö, eigentlich nicht. Ist das alles? Ja, ich meine, was macht der rote Regen? Ja, es war schon gruselig, also habe ich nicht mehr gefragt. Interessierst du dich ernsthaft für den roten Regen? Ja, obwohl ich noch in der Ausbildung bin, bin ich ein Detektiv. Ich glaube, hier könnte ein Fall auf mich warten. Du, ein Detektiv? Du wirkst aber gar nicht so. Ich weiß, stimmt's? Kommt mir auch nicht so vor. Halt die Klappe. Aber ein Detektiv ist genau das, wonach ich suche. Ich möchte, dass du beweist, dass der rote Regen ein Gerücht ist.
Aber wenn es wirklich roten Regen gibt, wäre es schwer zu beweisen, dass er eine Lüge ist. Oh. Was soll ich tun? Lass uns das Gerücht untersuchen. Hi. Also gut, ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Danke, der fragliche Ort ist eine Gasse im Kamazaki-Distrikt. Ich zähle auf dich. Okay, Gerüchte über roten Regen. Klar doch, das ist kein Problem. Das machen wir doch glatt. Hier gibt es nichts zu sehen. Mhm, ja. Glaube ich auch. Ist hier auf der Seite vielleicht etwas? Irgendetwas? Na, 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 na. Da drüben? Hier irgendwas? Oh, Alter, das... Ui. Okay, hier hört es einfach auf. Wunderschön. Mit der haben wir schon geredet, aber wir können noch hier durchgehen und schauen, ob wir hier was anschauen können. Rechts, links. Nein! Gut, damit haben wir alles hier untersucht, was es gibt. Wir können nicht mit dem Bus fahren. Oder wie? Oder was? Oder? Ja, wir können jetzt im Moment nicht dorthin zurück, wo der rote Regen ist, offenbar. Ich kann es versuchen, aber ich glaube, er wird sagen, nein, das ist nicht der richtige Weg. Dies sind nicht die Drohnen, die du suchst. Ja, es hat keinen Sinn. Okay. Eigentlich schon, aber in Ordnung. War ich hier schon? Nein. Den haben wir noch nicht geredet, oder? Jo, da war ich noch nicht. Da bin ich... Genau, ich bin hier lang gelatscht. Von da nach da. Und da bin ich doch nochmal zurückgegangen. Und habe erstmal alles da umrundet. Deswegen... Okay. Hier irgendwas. Da ist gar nichts. Doch? Ich arbeite in einem Gebäude in der Nähe. Die Fleischbrötchen hier sind ein Träumchen. Ich komme jeden Tag hierher, um sie zu kaufen. Das sind einfach wirklich diese Steam Buns, okay. Wow, du musst sie wirklich lieben. Deshalb laufe ich jeden Tag von der Arbeit nach Hause. Ich mache auch Hot Yoga. Um ehrlich zu sein, es ist anstrengend. Nun, warum versuchst du nicht weniger Fleischbrötchen zu essen? Du könntest stattdessen jeden zweiten Tag eins essen. Im Ernst? Die Vorstellung, weniger Fleischbrötchen zu essen, ist unvorstellbar. Wahrscheinlich ist das Menschenfleisch. Sie schiebt richtig Kohldampf auf Fleischbrötchen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Das ist doch alles bizarr. Restaurant? Ja. Hier sieht auch alles so köstlich aus, aber alle essen nur Fleischbrötchen. Wenn du Mitleid mit ihnen hast, warum lädst du sie nicht zu etwas anderem ein? Du weißt, dass ich kein Geld habe und trotzdem... Ich meine, die Leute werden doch sicher auch mal hier und da was anderes essen wollen. Als Fleischbrötchen, oder? Ich weiß, es wirkt nicht so, aber... Jeden Tag dasselbe, egal wie gut etwas ist, das... magst du doch nicht. Guck mal. Sehr cool. Na gut, dann gehen wir zu der Telefonzelle. Na, 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 na. Komm ich da nochmal hin? Bin hier richtig. Mann, bin ich gut. Bin schon richtig gegangen. Bank. Geil. Maronomon Bank. Okay. Yo. Oh, okay. Katzin. Also Katzin. Der Typ. Eine blaue Telefonbox. Ja, voll schnell. Unter dem Telefonhalter.
setzdekimashita. Kore de dou desu ka? Ich hätte ja wenigstens die Tür zugemacht, aber... Wirklich? Das Café kennen wir doch. Es ist trotzdem eine wichtige Aufgabe. Es geht schon wieder vorbei. Todesdetektiv, oder? Bei dem Tempo dürfte es nicht allzu lange dauern. Ich bin, glaube ich, gerade 20 Minuten in dem Bereich rumgerannt. Oh mein Gott, Shinigami, ein bisschen Taktgefühl. Ja, ich hätte ignoriert den letzten Teil mal. Oh, das habe ich schon gemacht. Ich bin die ganze Zeit rumgerannt. Jetzt muss ich nochmal rumrennen, den ganzen Bereich. Hätte ich das gewusst. Na gut. Bis wir das gemacht haben, können wir ohnehin nicht weg. Wow. Schlendernder Beruf. Er schlendert nicht wirklich, er steht. Er schaut aus wie Phoenix Wright, so ein bisschen blauer Anzug. Haare ein bisschen so zurückgegelt, aber vielleicht wünsche ich mir auch nur was. So. Die Leute sagen immer, ich bin unterwegs, aber dann stehen sie blöd in der Gegend rum, also... Muss ja auch scheiße sein, wenn du da dein Geld abholen möchtest oder hinlegen möchtest und dann musst du 30 Jahre warten. Okay. Die sagen nichts Neues, glaube ich, oder? Hi. Ich suche Leute von der Nocturnal Detective Agency. Detektiv, was in aller Welt ist das? Naja, wenn du es nicht weißt, ist schon in Ordnung. Oh Gott, wir kriegen doch Punkte bei den Leuten, mit denen wir vorhin schon geredet haben. Scheiße! Ein Denkmal für schlechten Geschmack. Oh ja. So. Dann rede ich doch nochmal mit dem Banktypen hier. Heute ist der Tag, an dem ich dem Mädchen an der Rezeption meine Liebe gestehen werde. Deshalb ist er so nervös. Oh, ist doch irgendwie süß, oder? Der hat nichts zu meinen. Na. Kaffee. Warte mal. Im Café soll eine süße Kellnerin arbeiten? Und wir suchen unsere Kollegen. Weil das wurde jetzt schon zwei, dreimal erwähnt, dass da eine süße Kellnerin ist und sowas. Ist da etwa die einzige, diese Hohlbirne, diese dumme Nuss? Ich habe ihren Namen vergessen. Ist die etwa im Café? Moja Moja. Möchte gern Bad Boy Look. Okay. Sayonara. Tja. Da hinten sind keine weiteren Leute. Meine Kopfhörer geben langsam den Geist auf. Ich wollte eh schon Pause machen. Aber ich werde jetzt... Das werde ich noch zu Ende bringen, die Leute zu befragen. Castiel? Ich habe keine Ahnung.
Bitte springen Sie nicht, das würde allen anderen Probleme bereiten. Den Fluss runtertreiben sehen. Ihr Rücken hat mir sehr geholfen. Ja. Ah, Entschuldigung, ich suche Leute von der Nocturnal Detective Agency. Detektive? Seit wann sind die im Kanai-Bezirk? Kein Mensch hat das auf dem Schirm, oder? Sorry, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung. Vielleicht weiß jemand anderes etwas darüber? Okay. Hier drüben dann? Der gute Mann, aber zuerst reden wir doch mal mit A und B da hinten. Der eine hat ja nur den Auftrag vom Regen. Ah, hast du vergessen, worüber ich nur hin wolltest? Der rote Regen. Ja. Und du? Dieses Kraftwerk. Gut. Dann die letzte Person und dann kann ich auch für heute aufhören.何が用か今休憩中なんだ。オッケー。これはこの先の発電所で働いている。金井区に降る雨水は排水路によって集められて最終的に、ここへ流れ込む仕組みなんだ。発電所はその水力を利用して発電しているんだ。知ってたか？実に合理的だろう。勉強になります。 ね。 Voll spannend. Also es hat uns nicht viel gebracht, der Typ jetzt. Aber es haben alle von einer hübschen Dame in dem Café geredet. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir dort eine gewisse Person finden werden, die irgendwie immer verpeilt ist. 前にも行ったことのある場所だし、今回も早く済みそうだ。 Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Ich weiß es nicht. Ich spiele das Spiel ja blind. Ah, na schön. Jetzt können wir den Bus benutzen. So, der Doya-Distrikt ist abgesperrt. Ganz hübsch. Marunomon-Distrikt, okay. Dann gehen wir in den Kamasaki-Distrikt für den roten Regen. Aber das mache ich erst das nächste Mal.